Ja, spannendes Video beginnt direkt im Badezimmer. Hier ist eine Katzenbox, da ist keine Katze drin. Wir waren gerade unterwegs. Nehmen wir ein bisschen den Deckel ab. Wir waren gerade unterwegs und da saß am Straßenrand ein kleines Vögelchen. Naja, das Vögelchen ist nicht ganz so klein. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. So, wir haben ein kleines Vögelchen gefunden. Oder ein nicht ganz so kleines Vögelchen. Wie man hier an der Seite sieht, der Flügel blutet. Es ist relativ entspannt, muss ich sagen. Ja, ist relativ entspannt, ne? Der Flügel scheint irgendwie beschädigt zu sein. Und dann Unterleib hat er noch eine Beschädigung. Wir haben erstmal einen Fettball reingetan, bis wir unsere Tierärztin erwischen. Die macht auch hier die Wildtierrettung. Wir haben schon ein paar Tiere in Obhut gehabt. So, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her mit den Flügelchen. Das ist ein Wasservogel, sehr offensichtlich. Ja, der Flügel ist auf jeden Fall in den Fritten. Ja, das ist ein Wasservogel, sehr offensichtlich, wie man hier unten sieht. Und hier sieht man auch noch mehr Verletzung. Ja. Wir packen den jetzt in Wasser. Das hat folgenden Grund: erstmal die Wunde säubern. Hier sieht man, das ist ein Wasservogel, ne? Tolle Froschfüße. Ja, ist ein sehr hübscher Wasservogel. So, wollen wir mal gucken. Guck mal hier. Dass du dich mal ein bisschen sauber machen kannst, ne? Ist das toll? Das warmes Wasser, ne? Besser. Ja, man darf nicht jetzt keine Reinigungsmittel benutzen oder sowas in der Richtung. Die haben ja Fett im Gefieder, ne? Okay, der Fuß scheint kaputt zu sein. Da hat er wie irgendwie. Ah ja, jetzt versucht er zu bewegen. Das ist schon mal etwas. Ja, das ist schon mal etwas, ne? Wenn ich jetzt unten drunter gehe, ja. Mal gucken, jetzt ist das vielleicht ein bisschen sauberer. Klappt man deinen Vögel wieder ein. Ne? Alles gut, alles gut, alles gut. Alter Schwede. Ja. Da ist einiges passiert. Ich tippe, dass er irgendwo vorgeknallt ist. Ne? Ich schaue mal, ob das tiefer geht. Alles gut, alles gut, alles gut. Die haben relativ, Wasservögel haben eine relativ tiefe Fettschicht. Ja. Das sieht böse aus. Das sieht wirklich böse aus. Und warmes Wasser hilft jetzt, die Wunde ein bisschen zu reinigen. Falls da irgendwas drin sein sollte. Das wird jetzt praktisch ausgespült. Wir müssen den jetzt praktisch in der Kiste einfach nur trocken halten und warm, bis wir morgen die Tierärztin erreichen. Wir haben die Handynummer von der. Damals noch von unserem Dachs Daisy. Aber so scheint es ihm relativ gut zu gehen. Ist nicht wahnsinnig aufgeregt oder sowas in der Richtung. Das brennt wahrscheinlich jetzt die Wunde, klar, ne? Aber besser so, als wenn eine Infektion kommt, ne? Auch kein Hacken oder sowas in der Richtung, keine Panik. Das ist super, ne? Schon mal gut.
Schmerzmittel sind toll. Ja. Jetzt haben wir Samstagmorgen, 8 Uhr. Ich habe schon mehrere Kaffee intravenös quasi drin. Ich habe nicht eine Minute geschlafen. Ja. Leider eine schlechte Nachricht. Ja, unsere Möwe hat es leider nicht geschafft. Ja. Na, vielleicht war die Verletzung doch einfach zu tief. Ja. Ja, man kann sie nicht alle retten, ne? Aber zumindest ist es erspart geblieben, da von irgendwelchen Tieren noch lebend aufgefressen zu werden. Lach ja. Mehr oder weniger in der Nähe vom Feld. Na gut. Schön wäre gewesen, wenn wir zur Tierklinik hätten fahren können, aber die rufen da Preise auf. Da wirst du blind. Das ist... Ja, wir können nicht alles bezahlen. Das funktioniert nicht. Ihr habt jetzt im Video gesehen, dass wir schon einige Tiere hier aufgepäppelt haben auf eigene Kosten. Und ja, manchmal funktioniert es halt nicht. Ne? Ja, bei aller Tragik, heute ist Motoren mal wieder aktivieren auf dem Zettel. Deswegen habe ich das gute Gerät geladen. Und der Kollege ist da zuerst dran. Der wird jetzt tierisch qualmen. Das weiß ich jetzt schon. Weil ich vorher Öl in die Zylinder, in die Kerzenöffnung gemacht habe. Nicht viel, ne? Nur ein bisschen. Nur, dass die Kolbenringe da so ein bisschen benetzt sind. Aber für ein veritables Qualmen wird das reichen, denke ich. Ja. 1,6er CHV. 80 PS. Reicht eigentlich für den Wagen. Ja, ich würde sagen, für einen CHV-Motor hört er jetzt ganz ruhig an, also relativ ruhig. Ja, das war der Kaltstart, der jetzt rausgegangen ist.
Das hat mehr so ein 80er Gewächs. Ja, mal gucken, ob der Generator schon genug Strom macht. Ja, ich glaube, der braucht eine ganze Weile. Aber für die Standzeit klingt der gut. Ja, die waren immer schon ein bisschen rau. Die waren ja auch im Escort etc. drin, diese CAV-Motoren, und so wirklich ruhig waren die nie. Ja, bei ihm warte ich auf so ein, zwei Ersatzteile noch. Kupplung habe ich. Zahnriemensatz habe ich. Aber vernünftige Simmerringe zu kriegen, vorne und hinten, also Kurbelwellensimmerringe, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich habe mich jetzt mit so einem Sierra Club auseinandergesetzt, ob die da irgendwelche Informationen haben für den Motor. Weil wenn das Getriebe einmal raus ist und der Zahnriemen runter ist, dann würde ich gerne beide Seiten abdichten. Ist trocken, klar, ne? Aber müssen wir uns nicht unterhalten, der ist schon alt, der Wagen. Und hat wenig Kilometer runter, 121.000. Da geben diese Dichtringe schon mal auf, ne? Ja, hier haben wir einen Lupo, zurzeit ohne Front. Die habe ich zum Lackieren weggelegt, beziehungsweise die habe ich schon lackiert, nur noch nicht wieder eingebaut. Scheinwerfer mussten damals auch neu. Die habe ich auch neu da, aber noch nicht eingebaut. Müssen ja hier nicht draußen rumstehen, ne? Ja, recht erwachsener Motor, 1416V. In dem Fall sogar, die funktioniert gut in dem Lupo, weil ab Golf wird es ein bisschen schwierig. Die Klemme kaputt gemacht, unglaublich. Naja. Na, sofort wird das nicht funktionieren. Er hat jetzt 90.000 Kilometer runter. Klimaanlage, Fensterheber, Zentralverriegelung mit Funk. Und bin immer noch nicht schlüssig, was ich damit mache. Wie man sieht, in dem Fall qualmt nicht mal was. Ja, 2 Liter DOHC. Eigentlich nur auf dieser Seite beschädigt, sonst ist der wirklich echt rostmäßig fast bei null. Ja, aktuell keine Batterie mehr drin, aber das schafft der Jumpstarter schon. Wie gesagt, ist der 2 Liter Doppelnocker. Schöner Motor.
Nee, bei dem lassen wir das lieber. Mit dem Starter. Aber hier hatte wieder einer Humor. Das erste Mal seit wirklich Jahren. Aber es ist nur das Kabel. Also von daher. Mein Gott. Ich lasse den Motor mal in Ruhe. Wir haben den mit dem Papa durchgedreht. Das sollte erstmal reichen. Ja, den kennt jeder. Der muss auch jetzt mal langsam laufen, weil ich habe die Frontscheibe da. Mal gucken, dass ich die... Ich glaube, ich mache das nicht selber. Ich glaube, ich rufe unseren Scheibenmenschen an. Schauen wir mal. Noch nicht überzeugen. Hat sich ganz schön bitten lassen. So, der sollte jetzt auch warm sein. Mal gucken, was die Temperatur beim Rauskommen. Oh ja. So, nachdem er jetzt einmal richtig warm gelaufen ist, können wir ihn auch wieder stehen lassen. Diesmal wieder mit offener Haube. Siehe der andere Sierra, ne? Ja, Marder sind echte Sackgesichter. Hat sich ein Auto ausgesucht. Echt, ansonsten haben wir hier keine Probleme mit Mardern. Aber das da vorne, das muss da jetzt unbedingt annagen. Aber auch nur eine Leitung, also von daher egal. Ja. Ab und zu mal warm laufen lassen, mal das Öl zirkulieren lassen und so weiter und so weiter. Ich denke mal, muss ich nicht großartig erklären, ne? Ja. Das Interessante an der ganzen Sache ist, ich kriege sogar für einen Ford Taunus kriege ich Ersatzteile. Mit dem OHC-Motor, mit dem CHV-Motor. Hier ist die Kupplung sogar gleich mit dem Taunus, aber alles danach nicht mehr. Ist ein bisschen kompliziert, was Ford da gemacht hat. Aber das kriegen wir auch noch hin.
wenn das Normteile sind, ich warte wie gesagt auf die Nachricht von dem Sierra Club, wenn das Normteile sein sollten, dann bestelle ich die einfach da, ja, bei irgendwelchen Normherstellern. Die kann man so nachbestellen, da braucht man nicht fahrzeugspezifisch suchen. Also wie gesagt, Kurbelwellen, Simmering vorne und hinten brauche ich. Ja, sonst macht das einfach keinen Sinn, jetzt den Zahnriemen zu machen und die Kupplung zu machen und dann später, wenn die Simmerringe da sind, beziehungsweise Wellendichtringe, den ganzen Quark nochmal auseinanderzunehmen, nochmal das Getriebe ausbauen. Nee. Deswegen steht er jetzt erstmal hier. Und weil es Nachfragen gab, nein, das tut den Autos nicht wirklich viel. Ne? Wir hatten ja schon ein paar Mal, dass ich ein Auto hier nach anderthalb Jahren in die Halle geholt habe. Marschboden ist halt nicht wahnsinnig sauer. Ne? Wenn die Autos hier stehen, Feuchtigkeit und die sind untenrum nicht beschädigt, da passiert nicht viel. Also ich habe noch kein Auto hier an Rost sterben sehen. Und wir sind seit 7 Jahren hier. Und einige Autos stehen hier seit 7 Jahren. Beziehungsweise werden ab und zu bewegt. Also ich kann keinen großen Rostfraß, also erhöhten Rostfraß entdecken, wenn die auf der Wiese stehen. Unser blauer Land Rover steht ja auch des Öfteren mal einfach ein paar Tage auf der Wiese und der gammelt ja jetzt auch nicht sofort. Nee, nee, die nasse Wiese ist nicht das Problem. Schon vorhandener Rost und beschädigter Unterbodenschutz, das schon eher. Gut. Einen Sonnenuntergang kann ich euch auch heute wieder nicht bieten. Keiner da. Aber ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche und wie immer, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Video.